Pfosten ist und sorgt dafür, dass der betroffene Spieler für 5 Sekunden automatisch Ziel aller Angriffe des Bossgegners wird. Dies hat in Kombination mit der Tatsache, dass keine Heilung möglich ist, zur Folge, dass nicht konventionell getankt werden kann. Dennoch hat sich bewährt, als erstes einen Krieger zum Abfangen des Schadens zu nutzen. Dieser stellt sich also sofort in den Gegner hinein und wird von den Priestern regelmäßig mit dem Zauber Machtwort Schild geschützt, um möglichst viel Schaden zu vermeiden. Dazu ist es auch nötig, dass der Krieger möglichst viel Ausweichwertung hat und sein Equipment dementsprechend anpasst. Nach ca. 45 Sekunden bekommt man es mit einer weiteren Fähigkeit der Essenz zu tun, dem Wutanfall. Dieser Spruch erhöht den verursachten Schaden sowie die Angriffsgeschwindigkeit des Gegners um einen beträchtlichen Betrag. Da diesem Schadensfeuerwerk selbst ein gut ausgestatteter Krieger nichts entgegenzusetzen vermag, empfiehlt es sich, für den 15 Sekunden andauernden Wutanfall einen Schurken zu nutzen, der seine Fähigkeit Entrinnen anwendet, um so auf eine Ausweichwertung zu kommen, die nur noch minimalen Schaden ankommen lässt. Hat man den Wutanfall überstanden, geht es ganz normal weiter. Da der Krieger jedoch nicht mehr genug Leben hat, um eine weitere Phase zu tanken, muss nun jemand anders ran. Prinzipiell kann jeder Spieler die Angriffe einer fixierten Phase überstehen. Spätestens bei ca. 5000 Leben sollte jedoch ein anderes Raid-Mitglied dessen Platz einnehmen, um Tote zu vermeiden. Generell sollte man spätestens nach 2 Wutanfällen in die nächste Phase kommen. Dann hat man gute Chancen, auch die anderen Phasen zu schaffen, bei denen massiver Schaden enorm wichtig ist. Phasenübergang. Die Phasenübergänge gestalten sich recht einfach. An unterschiedlichen Stellen im Raum erscheinen kleinere Gegner, die nicht viel Schaden anrichten und bei ihrem Tod das Leben bzw. Mana des Raids wieder auffüllen. Diese Zeit kann also perfekt zum Hochheilen und Nachbuffen genutzt werden oder um in Phase 1 Gestorbene gegebenenfalls wiederzubeleben. Phase 2 – Essenz des Verlangens. Auch in dieser Phase richtet sich die Taktik nach der Aura des Verlangens. Diese sorgt dafür, dass 50% des Schadens, den ein jedes Raid-Mitglied dem Boss zufügt, auf den jeweiligen Spieler zurückgeworfen wird. Die Heilung wird jedoch um 100% erhöht, was diesen Schaden ausgleichbar macht. Wie bereits erwähnt, ist es nun jedoch wichtig, sehr viel Schaden zu machen. Die Aura hat nämlich noch einen weiteren Effekt, der langsam aber sicher das maximale Mana aller Raid-Mitglieder verringert, sodass nach 160 Sekunden keiner mehr in der Lage ist, einen Zauber zu wirken. Anders als bisher kann in diesem Stadium des Bosskampfs der Gegner ganz normal von einem Krieger getankt werden. Was diese Phase jedoch zusätzlich erschwert, ist die Fähigkeit Geisterschock, die auf den Main Tank mit nur einer Sekunde Castzeit gezaubert wird, diesem ca. 10.000 Schaden zufügt und ihn für 5 Sekunden desorientiert. Da dies zum augenblicklichen Aggroverlust führen würde, muss dieser Zauber unbedingt von 2 Schurken abwechselnd durch Tritt unterbrochen werden. Zusätzlich erschwert wird dies durch die Fähigkeit Runenschild, die die Essenz des Verlangens in regelmäßigen Abständen auf sich zaubert. Runenschild absorbiert ca. 40.000 Schaden und verhindert jegliche Zauberbehinderung. Um diesen Effekt zu kontern, müssen die Hexenmeister vor dieser Phase ihren Teufelsjäger beschwören und Magie verzehren auf automatisch Zaubern stellen. Dadurch wird gewährleistet, dass das Schild sofort entfernt wird und die Schurken ihrer Aufgabe nachkommen können. Das Abstumpfen stellt einen weiteren Zauber dar, den der Boss in dieser Phase anwendet. Dieser Spruch erhöht den Schaden auf das aktuelle Ziel um 100%. Es sollte also auf den Main Tank gecastet werden. Wichtig ist, dass dieser Zauber nicht von den Schurken unterbrochen, sondern vom Krieger mittels Zauberreflexion auf die Essenz des Verlangens zurückgeworfen wird. Was natürlich bewirkt, dass der ganze Raid für ca. 10 Sekunden 100% mehr Schaden auf den Boss machen kann. Zu beachten ist dabei, dass dadurch natürlich die Aura des Verlangens auch den Schaden auf den Raid verdoppelt. Hier gilt es für jede Schadensklasse, sich nicht durch zu viel Schaden auf den Boss selbst zu töten. Schafft man es nicht ganz, den Gegner vor Ablauf der 160 Sekunden zu töten, so hat man das Problem, dass die Teufelsjäger kein Mana mehr haben, um das Runenschild zu entfernen. Hier empfiehlt es sich, dass die Priester inneren Fokus bereithalten, um in diesem Stadium mittels Magie entfernen, das Runenschild notfalls vernichten zu können. Generell kann man auf diese Weise aber nicht mehr als 5% überbrücken. Kurz vor Ablauf der Phase, wenn der Boss noch ca. 5% Leben übrig hat,
sollte man einen Naturschutztank zu sich